Kennt ihr, ne? Ist manchmal sehr nützlich. Denn wir haben ein Problem, eindeutig. Das mit der Verstopfung. Also, und deswegen versuche ich einfach mal so. Also ich drücke das mal fest auf mein Herz drauf. Und entstopfe mich. Versucht es mal mit Entstopfen. Denn mein Gefühl ist, dass wir das Gefühl verlieren. Also dass wir nicht mehr in Beziehung zu uns selbst sind und damit auch dann nicht mehr zu anderen. Dem Gefühl zu trauen, also dem Bauchgefühl auch, ne, das erzähle ich ja immer wieder, ist das A und O, gerade auch in der Krise, in der wir uns jetzt befinden. Ihr kennt die Geschichte, ich bin nächste Woche in Herbstferien auf Samos und gehe da in die Lager rein, um Zeuge zu werden der Unmenschlichkeit da. Gerade geistert es wieder durch die Schlagzeilen, der Umgang mit den Obdachlosen in unseren Städten und gerade in Köln. Wenn man Gefühl zulässt, mit Gefühl wahrnimmt, sehe ich ganz anders, nämlich in den Menschen, so wie ich auch ein Mensch bin. Also entfropfen. Ich denke eher, da ist was verstopft bei uns. Ne? Wir denken ungeheuer viel, aber merken gar nicht mehr, was fühlen wir eigentlich. Ja, dann kommt Corona. Ne? Gerade ganz aktuell, die Fallzahlen steigen. Wahrscheinlich werden wir über 50 in Köln geraten. Wir werden in Köln Krisengebiet werden, mit massiven Einschränkungen. Wir können auch nicht mehr dahin, wo wir wollen. Und vor allem das Schlimmste, was passieren kann, ist, da kommt jemand auf mich zu, da kommt ein Mensch, Hilfe, der kommt mich anstecken. Oh, der hustet, der hat eine Erkältung aufgestellt. Ich sag auch wieder, entfropfen. Ne? Lass das Gefühl zu. Das heißt, wenn wir uns mit dem Gefühl begegnen, also Abstand halten müssen wir. Wir halten uns an die Regeln, an die Corona-Regeln. Ja klar, wenn wir es tun, hätten wir vielleicht nicht so das Problem. Aber die Distanz, die dadurch ja auch entsteht, mit der können wir anders umgehen. Nämlich nicht in Panik voreinander, sondern in Liebe. Das heißt also, dass wir einfach den anderen über das Herz wahrnehmen. Egal, ob das der Obdachlose ist oder ob das geflüchtete Menschen sind. Oder einfach meine Nachbarin oder die Verkäuferin und was auch immer. Also das heißt, indem ich von meinem Gefühl her in Beziehung zum anderen gehe und sage, sag mal, du bist genauso wie ich, wir sind zwei Menschen, wir sind drei Menschen, wir sind 100 Menschen und irgendwie gehören wir zusammen. Und ich nehme dich in Achtung wahr. Ich spür deine Irritation, die habe ich auch. Aber wir gehören zusammen, und wir lassen uns nicht trennen. Auch wenn wir in Abstand uns begegnen müssen. Aber wenn ich von Herz zu Herz, also von Bauch zu Bauch den anderen wahrnehme, da entsteht ein ganz anderes Wir-Gefühl. Wir gehören zusammen und wir halten zusammen. Das ist das A und O. Wir achten aufeinander und jeder achtet auf sich. Das ist einfach fantastisch, denke ich. Und dann sage ich es mit meinem schönen Weisheitsstab, wissen wir doch eigentlich alle, dass das Herz die Mitte des Menschseins ist und dass wir darüber eben einander anders wahrnehmen, eine andere Kraft haben und uns selber auch ganz anders vergegenwärtigen und spüren und so dann Stand haben in unserer Welt und klarkommen werden und in Zuversicht. Jetzt sind erstmal Ferien, entspannt euch, atmet durch, lest schöne Bücher, schaltet zwischendurch euer Gehirn ein, denkt selbst und dann bis Anfang November wieder. Ciao.